So, jetzt kommen wir zum Punkt Vision. Was ist mit dem Thema Vision? Ja, alle wollen immer, die erwarten immer, dass da mehr dahinter steckt, aber es muss nicht mehr dahinter stecken. Ich habe eben gesagt, das Why Not ist schon komplett ausreichend. Warum, das ist mir aufgefallen, da habe ich mich drüber nachgedacht, als ich mich mit Andreas unterhalten habe, warum fragt denn eigentlich niemand so einen Spitzensportler oder so einen Leistungssportler oder so einen Sternekoch nach seiner Vision oder seinem Why? Ja? Warum wird das nur bei Unternehmern hauptsächlich gemacht und irgendwelchen Businessleuten, ja, Geschäftsleuten, aber nicht bei einem Athleten, bei einem Fußballer vielleicht oder bei, was weiß ich, einem Schwimmer, ja, oder wie ich eben gesagt habe, einem Chefkoch? Warum, was ist deine Vision eigentlich, dass du das Hähnchen so brätst, wie du das brätst? Was ist deine Vision dahinter, ja? Was ist dein Antrieb, dein Why, dass du Schwimmweltmeister werden willst? Da versteht das jeder direkt, ja? In diesem Zusammenhang mit Sport ist den Leuten vollkommen klar, ja, okay, der ist Sportler und er macht seinen Sport schon jahrelang, schon seit er, was weiß ich, 7 Jahre alt ist, ist er schon Schwimmer oder was weiß ich, keine Ahnung, wann man mit Schwimmen anfängt. Ja, der ist schon so lange Schwimmer, der macht schon so lange Judo, weil ich habe früher selber Judo gemacht. Ich hab 8 Jahre Judo gemacht und trainiert. Shoutout an den SV Ometz, wo ich früher trainiert habe, im Judo-Training. Da habe ich auch 8 Jahre Judo gemacht und da wollte ich ja auch im Wettkampf gewinnen. Ja? Da habe ich kein Why für gebraucht, da habe ich keine Vision für gebraucht, da habe ich gar nichts für gebraucht, außer Disziplin, ja, Training, positive Attitude, dass man auch wirklich gewinnt.